Hallo ihr Lieben. Ich habe jetzt bei der Alexandra ein sechswöchiges Coaching gemacht und wollte dazu mal meine Erfahrung aufnehmen. Nicht schreiben, sondern aufnehmen. Genau, 6 Wochen. 6 Wochen voller krassem Input. Sehr viel zu lernen, aber nicht lernen im Sinne von Hausaufgaben, Schule und so weiter, sondern einfach fürs Verständnis. Um was geht's? Es geht darum, wieder zum Ursprung zurückzukommen. Es geht darum, das Wesen Hund als Wesen Hund anzuerkennen und nicht als Zirkuslöwe oder Zirkushund. Als Affe. Ich weiß nicht. Also, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Bei der Alexandra lernt man, sich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren und vor allem darauf, dass ein Hund eben ein Hund ist. Mit einem wunderbaren Charakter, mit wunderbaren Eigenschaften, die es zu fördern gilt, die es zu unterstützen gilt, aber eben auch nicht durch Ablenkung oder Umlenkung oder Konditionierung oder Dressur, sondern wirklich einfach, indem ich das anerkenne, was mein Hund eben ist und ihn auch dementsprechend behandle, freundlich natürlich. In diesen 6 Wochen hat sich bei uns unglaublich viel getan. Die ersten, man kann es nicht Erfolge nennen, sondern die ersten Einsichten. Und auch beim Hund, Veränderungen haben sich innerhalb der ersten Woche eingestellt. Und innerhalb dieser 6 Wochen, wenn ich da jetzt so zurückblicke, mag das eine lange Zeit sein. Für mich als ungeduldigen Mensch auf jeden Fall, ne? Aber in diesen 6 Wochen hat sich so viel mehr getan, als ich das jemals habe in der Hundeschule erlebt. Und vor allem auch nachhaltig, vor allem auch auf einer Verständnisebene, auf einer Kommunikationsebene und das hat man halt über die Dressur nicht mehr. Man lernt bei der Alexandra das Wesen Hund zu verstehen, den Hund zu unterstützen, mit dem Hund zu kommunizieren und vor allem auch auf Augenhöhe als gleichberechtigt anzusehen. Also nichts mit oh wie fein, oh wie schön, nein, sondern danke, dass du das für mich tust und danke, dass du bei mir bist. Ja, also wirklich Anerkennung, Wertschätzung. Das, was die Alexandra macht, ist eigentlich nichts Neues. Eigentlich. Für viele vielleicht schon, wenn sie das erste Mal hören und wenn sie da das erste Mal den Input bekommen, kann es sein, dass es für viele auch überwältigend ist. Gerade die ganzen Infos sind überwältigend viel, aber wichtig, sehr wichtig, um alles zu verstehen und miteinander verknüpfen zu können. Es geht bei der Alexandra darum, nicht, dass der Hund uns versteht, im Sinne von, du machst das, was ich will. Ja, es geht bei der Alexandra nicht darum, den Hund zu kontrollieren. Gar nicht. Sondern es geht wirklich darum, zurück zum Ursprung zu gehen, zurück alles auf Null zu setzen, zum Anfang zu gehen, neu zu starten und einen ganz neuen Weg einzuschlagen im Sinne von, das haben wir noch nicht probiert, im Sinne von, ich kommuniziere jetzt mit dir auf Augenhöhe, wir sind beide auf Augenhöhe. Ja, und das auf eine sehr, sehr freundliche und ruhige, geduldige, souveräne Art. Es hat viel mit mir gemacht. Echt viel. Und mit den Hunden natürlich auch dadurch, dass ich mich verändert habe zum Positiven, haben sich die Hunde auch verändert. Ich habe zwei und ich habe einen kleinen 15 Monate alten Schnösel, der sehr in der Sturm- und Drangzeit ist. Das hat sich alles gelegt. Ja, also innerhalb von einer Woche haben sich massive Dinge geändert, die
tatsächlich auch ein bisschen einschränkend waren oder beziehungsweise mich echt genervt haben, wie zum Beispiel Futter klauen, die Katze ärgern, den anderen Hund ärgern, alles anbellen, Leute anspringen, Leute stellen, also ganz viele, viele, viele Sachen. Und die haben sich innerhalb kürzester Zeit wirklich in ein, oder er hat sich innerhalb kürzester Zeit in einen ziemlich entspannten Hund mitten in der Pubertät, beziehungsweise bei ihm ist es der Anfang der Pubertät erst, ein großer Hund, geändert. Wir haben noch kleine Baustellen. Ich muss noch ein bisschen feinjustieren, auch beim Großen. Das liegt aber, den habe ich ein bisschen durchs Raster fallen lassen, weil der halt schon erwachsen ist, der ist schon 6 Jahre alt und der macht seine Sache mega gut. Deswegen fällt er ein bisschen durchs Raster. Und also ich kann nur sagen, ich habe so heftige Erfolge feiern dürfen und die auch stellenweise sehr subtil sind, die einem erst nach 3 Wochen auffallen. Und diese subtilen Erfolge, die machen das große Gesamtbild aus. Man lässt sich da nicht mehr einschränken auch. Man geht viel mehr Freude geht man vor die Tür. Es wird zum Selbstläufer tatsächlich. Am Anfang denkt man, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Woran muss ich alles denken? Habe ich jetzt alles? Das ist wirklich so. Am Anfang ist es halt einfach wirklich viel Input, den man versuchen muss, erstmal zu verarbeiten. Aber so nach der 2. Woche geht es dann von ganz alleine. Und das Gute dann der ganzen Geschichte ist, die Alexandra ist halt echt immer für einen da. Die Alexandra und ihr Team unterstützen einen so krass. Ja, wenn man ein Meeting hat, dann kann man sich alles von der Seele reden. Aber wirklich alles. Und die Alexandra hat immer ein offenes Ohr und unterstützt einen so lange, bis man aus eigener Kraft wieder auf die Füße kommt. Er hat so ein wahnsinniges Einfühlungsvermögen und weiß auch immer ganz genau, wo sie an welchen Punkt sie denn mal ein bisschen ranstochern muss, um bei dir selbst die Erkenntnis zu erzielen, um was es denn eigentlich bei dir selbst geht. Es geht meistens ja nicht um die Hunde, es geht meistens um dich selbst und die Hunde spiegeln dir das einfach im Außen, auch als Lernerfahrung. Und die Alexandra hat ein unglaubliches Gespür für. Die ist unglaublich einfühlsam und liebevoll und lustig. Also egal mit welchem bescheuerten Problem, weil ich den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen habe, ich da zu der Alexandra oder zu ihrem Team gekommen bin, die haben das irgendwie für mich immer so klären können, dass ich mich gut fühlen konnte. Ja, ich bin halt auch jemand, der nimmt Kritik sehr, sehr, sehr ernst und sehr wörtlich und zieht sich immer auf mich. Und das war so nie der Fall, ganz im Gegenteil. Ja. Also, es ist wirklich eine klasse Gemeinschaft, die ich nicht missen möchte. Die ganzen Leute, die dabei sind, sind wunderbar und ich freue mich immer, wenn da wieder irgendwo was geschrieben wird und ich Videos anschauen kann, die ich dann auch selbst noch ein bisschen mit beurteilen kann, wo ich auch wieder dazulerne. Und ja, weiß gar nicht noch, was ich noch sagen soll. Es ist auf jeden Fall, ist es mir wichtig, dass ihr wisst, wenn ihr einen Hund zu Hause habt, wo ihr meint, das haben wir jetzt schon ewig lange versucht, in den Griff zu kriegen und es funktioniert nicht, dann nehmt euch die Zeit und vor allem gebt euch einen Ruck und ruft mal die Alexandra an. Oder schreibt sie mal an. Weil manchmal sind es ganz kleine Dinge, die verändert werden müssen und euer Problem ist weggeblasen. Euer Problem existiert nicht mehr. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich einen Hund habt, der nicht ganz rund läuft, eurer Meinung nach, probiert es, gebt der Alexandra absolut eine Chance. Und ihr werdet sehen, auch wenn es am Anfang wirklich ein wenig
schwierig aussehen mag, beziehungsweise viel Input ist, probiert's aus. Wie schon gesagt, bei mir in 6 Wochen mit einem pubertierenden Schnösel, ja, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das hat so schnell stattgefunden, dass ich jetzt gar nicht mehr sagen könnte, wie das noch vor 6 Wochen gelaufen ist, stellenweise. Ich habe die Videos, ja, ich weiß, was gelaufen ist, aber es fühlt sich nicht mehr real an, gar nicht mehr. Und ich wünsche mir, dass die Alexandra noch ganz, ganz, ganz viele Menschen auf diese Art und Weise erreichen kann, um das Zusammenleben mit Hund zu verbessern, beziehungsweise euch zu verbessern. Das ist mein großer Wunsch. Und so wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und bis dann. Ciao.